Und jetzt machen wir das Foto. Eins, zwei, drei, tschüss. Ja! Bravo! Hi, Schatz. Wo bist du? Lerngruppe. Muss wieder hoch. Oh, eine Sache noch. Wie lief die Klausur heute? Sprich drauf oder schreib mir eine Nachricht. Hey, mein Schatz. Ich wollte mich nur kurz melden, denn du bist ja offensichtlich schon zur Schule. Hey, Margot. Ich schon wieder. Wieso liegt dein Laptop zu Hause rum? Ich kann Margot heute schon länger nicht erreichen. Wie jetzt? Sie kann Margot nicht finden? Wir haben nur bis 9 Uhr gelernt. Sie sagt, es würde viel länger dauern. Sie ist um 9 hier raus, ganz sicher. Die Behörden bitten jeden, der Informationen hierzu hat, sofort die Hotline oder den Notruf anzurufen. Sobald Sie neue Details erfahren, rufen Sie mich an. Hat sie irgendetwas Ungewöhnliches erwähnt, das dir aufgefallen ist? So eng waren wir nicht. Aber ihr seid doch befreundet. Ja, irgendwie. Sie hat doch Freunde, oder nicht? Sie ist sehr introvertiert. Sie ist still. Ich habe gesehen, dass sie mittags alleine gegessen hat. Am Donnerstag? Jeden Tag. Vor 6 Tagen hat sie $2,500 überwiesen. Den Führerschein hat sie seit ein paar Tagen. Was bedeutet das? Es wäre gut möglich, dass Margot weggelaufen ist, David. Ich kenne meine Tochter. Sie ist nicht weggelaufen. Hier, das ist er. Mein absolut liebster Lieblingsort. Das ist ihr Schlüsselanhänger. Sie sagten, sie wäre weggelaufen! Der Wagen wurde gestern Nacht entdeckt. $2,500 in bar gefunden. Da passt das nicht zusammen. Könnte es nicht auch ein völlig Fremder gewesen sein? Sie können nicht klar denken. Ich will Ihnen doch nur helfen, meine Tochter zu finden. Ihre Hilfe wird nicht benötigt. Wo warst du an dem Abend, an dem meine Tochter verschwand?